Unser Pepper verfügt nun über ein weiteres Extra. Für ein weiteres Pep-Up ging es für uns nach Rheinland-Pfalz in die kleine Ortschaft Löw an der Mosel zur Firma Sog. Die Firma Sog bietet verschiedene Möglichkeiten, seine Camper-Toilette so zu optimieren, dass man diese ohne Sanitärzusätze geruchsfrei nutzen kann. Vor allem durch die patentierte Sog-Kompaktanlage, die mit Hilfe von Luftzufuhr und einem Filter unangenehme Gerüche nach draußen bringt, hat die Firma sich einen Namen gemacht und man findet diese Anlagen bereits an sehr vielen Wohnmobilen. Je nach Fahrzeugbeschaffenheit gibt es die Sog-Kompaktanlagen in verschiedenen Varianten. Wir haben uns für die Bodenvariante entschieden und durften den Einbau für euch filmen. Wir bedanken uns bei der Firma Sog für den tollen Empfang und dass wir den Einbau für euch festhalten durften. Übrigens, wenn auch ihr wie wir von weiter her kommt, gibt es auf dem Firmengelände einen Stellplatz für Terminkunden. Der geschotterte Platz ist schön angelegt, verfügt über einen Stromanschluss und es gibt auch eine Fähr- und Entsorgungsstation. Wir bauen jetzt hier eine Soganlage an sich ein, und zwar bei diesem Pepper haben wir also zwei verschiedene Varianten, die hier in Frage kommen würden. Einmal die sogenannte Türvariante, das ist die einfachste Nachrüstgeschichte mit einem Filtergehäuse außen auf der Serviceklappe und einem von außen eingesetzten Aktivkohlefilter. Aber bei dem Fahrzeug haben wir auch noch eine Möglichkeit, eine Bodenvariante zu installieren, die man also von außen überhaupt nicht sieht. Hat auch noch ein bisschen den Vorteil, dass sie weniger Geräusche innen drin und außen im Grunde abgibt. Und da der Platz jetzt bei dem Fahrzeug hier vorhanden ist, haben die Kunden sich dafür entschieden. Ja, hier gibt es halt verschiedene Stellen, wo man den Fahrzeugboden durchbohren kann. Also man hat zwar jetzt hier genug Platz, allerdings ist jetzt genau in diesem Bereich hier unten drunter die Isolierung des Frischwassertanks. Also bohre ich mit meinem Loch hier wirklich ganz dicht an diesem Frostwächter und werde dann die Filterpatrone mit 245 Grad Bogen leicht versetzt im Grunde hier platzieren. Das wird dann nachher im Grunde dann so aussehen. Weil hier gerade runter, da wird man mitten in der Isolierung im Grunde landen. Und das Loch ist auch nicht so groß, was da jetzt reingebohrt wird? Nein, also ein 27er oder 28 mm Loch wird jetzt da entstehen. Von unten wird dieses Loch wiederum mit einem 50 mm Dichtsockel abgedichtet, wird mit 4 Edelstahlschrauben und Sikaflex von unten angeschraubt. Und das Ganze, in dem Fall jetzt, mache ich meistens noch mit Unterbodenschutz nochmal einmal drumherum. Super, dann müssen wir keine Angst haben, dass da jetzt ein Riesenloch gebohrt wird. Nee, das ist an der Stelle wirklich kein Problem. Das Einzige, was man hier tatsächlich wohl benötigt, ist eine Winkelbohrmaschine. Das ist jetzt zum Beispiel ein Werkzeug, was man, also ich privat jetzt auch zu Hause, nicht unbedingt hätte. Weil um diese Stelle, ich bohre erst tatsächlich von außen nach innen, von innen nach außen, um zu schauen, wo komme ich tatsächlich unten raus. Jetzt von unten einfach blind hoch zu bohren, ist mir immer ein bisschen zu heikel. Aber da gibt es auch bei mir jetzt hier schon Erfahrungswerte, wo ich die Bohrung mache. Als Fahrzeug, wie gesagt, habe ich schon öfters im Grunde verbaut. Im Werk bei Weinsberg schrauben die diese Isolierung und ein bisschen weiter nach hinten, ein bisschen weiter nach vorne an. Und da gibt es manchmal so ein paar maßliche Abweichungen. Hier in dem Fall weiß ich jetzt, habe ich unten gesehen, kann ich noch mal ein kleines Stückchen nach hinten im Grunde gehen. Dann habe ich es unten drunter ein bisschen einfacher. Wichtig ist immer, man braucht halt so einen Orientierungspunkt, wo ich weiß, wenn ich jetzt hier oben bohre, wo komme ich unten raus? Und das ist eigentlich hier durch diese Versorgungsklappe fürs Stromkabel eigentlich ganz gut. In 35 mm. Also ich habe vor, diesen Doppel 45 Grad Bogen letztendlich hier einzulassen, aber den will ich noch um diesen Betrag tatsächlich im Fahrzeugboden versenken. Das heißt, ich bohre jetzt von oben 35 und unten dann mit 29 auf.
Also die Selbstmontage ist halt demnach schon ein bisschen aufwendiger, wenn man es das erste Mal macht. Aber wenn man so eine Anleitung, ja so ein Video hat, dann geht es ja eigentlich, denke ich. Und wenn man handwerkliches Geschick hat. Ja, okay, man muss es ja, ich sage auch immer den Kunden, die es wirklich selbst einbauen wollen, man muss es ja wirklich nicht in, der neuen Rekordzeit einbauen. Und wenn man da mal so einen Samstagnachmittag oder Vormittag im Grunde Zeit sich nimmt, oder auch zwei Tage, spielt ja dann wirklich keine Rolle. Dann gehen wir gleich nochmal durch. Also hier ist der Boden tatsächlich ist ein Stück kompletter Holzboden an dieser Stelle. Da ist jetzt keine Isolierung, ist wahrscheinlich wegen der Stabilität, wegen dem Wassertank, machen wir an der Stelle wirklich nur Holz. Geht halt jetzt nur darum, dass dieses Teil später nochmal um diesen Betrag hier tiefer kommt. Umso einfacher hat man dann nachher später mit der Patrone oder das Thema, ich kann die mal so schon zusammen reinstecken. Da sieht man ja schon, wie es kommt. So sitzt er dann. Die Klappe geht nach wie vor auf. Auch der Frostwächter hat keine Beeinträchtigung. Und wenn man mal hinten an diese Heizungsklappe kommt, also an diese Schnur, wo man den, ich glaube, Abwasser- oder Frischwassertank beheizen kann, dann nimmt man halt den Filter raus, als würde man den Filter wechseln. Aber gut. So, jetzt müssen wir uns gerade die Bodenstärke, die wir da brauchen. Die Durchführung setzen wir jetzt ein, dementsprechend mit viel Sickerflex. Ich drücke auch immer bewusst das Sickerflex erstmal noch durch die Schraubenlöcher durch, sodass die Schraube an sich sich auch nochmal durch das Sickerflex im Grunde durchdringt. Und somit ist das eigentlich eine absolut dichte Durchführung. Ich behaupte mal eigentlich dichter als das, was jeder Hersteller macht, wenn die irgendwo einen Durchbruch für einen Schlauch oder sonst irgendwas machen sollen. Das gleiche Bauteil verwenden wir auch als sogenannte Dachdurchführung bei einer Soganlage übers Dach. Diese Anlage gibt es ja auch, aber ist eigentlich was für die Hersteller, die werkseitig direkt die Anlage mit einbauen. Nachträglicher Einbau, wie zum Beispiel hier, müsste man irgendwie durch die Möbel durch. Dann hat man auch noch, muss man auch ein bisschen aufpassen auf geöffnete Dachluken, die in unmittelbarer Nähe sind, weil diese Dachvariante hat keinen Filter. Edelstahlschrauben. Bodendurchführung machen wir von unten eigentlich immer noch mal 90 Grad Bogen im Grunde drauf, der dann am besten entgegen die Fahrtrichtung steht, sodass der Fahrtwind halt nicht reindrücken kann. Wäre jetzt hier in dem Fall gar nicht so wichtig, weil wirklich diese Bodendurchführung direkt hinter diesem Wassertank im Grunde sitzt. Da hätte man sowieso keinen großen Fahrtwind. Ein bisschen Kraft, ein bisschen benötigt. Jawohl. So, und hier gibt es jetzt auch einen Trick. In die Höhe ist halt hier wirklich sehr beengt. Wir verwenden ja hier dieses Abwasserrohrsystem. Das ist ja ein reines Stecksystem, was man zu jeder Zeit in jede Richtung irgendwie drehen kann. Dann kann man diesen 45-Grad-Bogen einfach leicht schräg stellen, steckt die Patrone dann rein und dreht ihn dann
auf sein Maß. Das ist auch später wichtig, wenn wir das wechseln beim müssen. Wechseln, genau. Okay. Da wird man dann nachher auch in der Abschlusserklärung nochmal zeigen. Also bei uns bekommt dann jeder auch nochmal so eine Erklärung, wie man wirklich dann später an diesen Filter rankommt, wie man tauscht. Grundsätzlich sollte man diesen Filter einmal im Jahr wechseln, damit man wirklich gewährleistet, dass es draußen nicht anfängt zu riechen, wenn jemand... So, da kommen wir jetzt zum angenehmeren Teil, einfacheren Teil. Die Verkabelung. So, wir sagen ja, die Soganlage schaltet sich immer ein, wenn man die Toilette benutzt, beziehungsweise wenn man die Toilette an sich öffnet, diesen Schieber. In dem Fall bei dieser Dometic CT4000er Serie haben wir halt einen Schieber, der die Kassettenöffnung übernimmt. So, und an dieser Stelle setzen wir einen Riedkontakt, also einen Magnetschalter, einen berührungslosen Schalter im Grunde ein. Und dafür hat die Firma Dometic uns auch, damals wie diese Toilette auf den Markt kam, verschiedene Kleinigkeiten vorbereitet, so dass wir einfacher an diese Anlage rankommen. Das wäre zum Beispiel in diesen Kassetten heute, ob neu oder alt, befindet sich jetzt auf dieser Schieberseite immer schon diese kleine Öffnung und die ist gedacht für unseren kleinen Magnet, der gleich da reinkommt. Genauso die Halterung des eigentlichen Riedkontaktes. Denn hier oben, dieser kleine sogenannte Anschraubdom, der wurde damals von Dometic für uns da tatsächlich reingebracht, damit wir unseren Halter für diesen Riedkontakt da anschrauben können. So, hier gibt es jetzt das alte werkseitig eingebaute Überdruckventil, was theoretisch nach außen entlüftet werden sollte. Das nehmen wir immer raus und wie man hier schon erkennen kann, also das soll eigentlich die passive Außenentlüftung sein. Aber bei 80% der Fahrzeuge ist dieser Schlauch werkseitig immer schon geknickt. Mal davon abgesehen, dass er geknickt und somit nichts mehr durchlässt, ist das Loch eigentlich in diesem Überdruckventil eigentlich auch viel zu klein, um da irgendeine Entlüftungswirkung im Grunde zu haben. So, nehmen wir mal den Kabelbaum rein. Klar, alle Stellen, wo wir irgendetwas ankleben, sollte man vorher entfetten mit einem Bremsenreiniger, Aceton oder selbst Nagellackentferner. Absicht leicht versetzt. Hier gehen wir ein bisschen tiefer. Wenn dieser Kabelbinderhalter zu hoch ist, dann schiebt sich die Kassette nachher nicht hundertprozentig rein. So, und das ist jetzt unser vorgefertigter Kabelbaum. Das ist der eigentliche kleine Riedkontakt, der also auf einen kleinen, hier haben wir einen Stabmagnet später reagiert. Wenn der Schieber jetzt geschlossen ist, die Kassette ist zu, legen sich diese zwei Teile gegenüber und dieser Schalter unterbricht quasi den Strom. Und erst wenn man dann den Schieber öffnet, entfernt sich der Magnet und der Schalter schaltet durch und setzt unseren Lüfter dann in Gang. So, das ist unser kleiner grüner Halter. Eben eingeklebt, wird der jetzt einfach eingeklipst. So, hier noch eine ganz kleine kurze Schraube. Das war's.
das ist jetzt gleich das offene Ende für die Plusversorgung. Und zwar da haben wir immer auf dieser rechten Seite kommt dieser kleine Kabelbaum im Grunde an. Das trennen wir gleich mit dem Cuttermesser auf. Und da drin finden wir dann auch ein kleines braunes Kabel. Und da wird dann eine Verbindung hergestellt. Das ist dann die Plusseite. So, da haben wir jetzt am Kabelbaum noch einmal klar die Lüfterseite, die wir gleich mit dem Lüfter verbinden. Das können wir eigentlich jetzt direkt schon machen. Dann haben wir nicht mehr die Gefahr eines Kurzschlusses, wenn ich jetzt hier irgendwas schon strommäßig auf der Plus- und Minusseite anklemme, dass wenn die zwei Kabel aneinander kommen, dass es dann die Wasserpumpensicherung im Grunde zerreißen würde, wenn Strom schon eingeschaltet ist drin. Also die Toilette liegt immer in den meisten Fällen auf dem Stromkreis der Wasserpumpe. Und somit ist dann auch unsere Soganlage über diesen Stromkreis mit abgesichert. Wird also keine extra Sicherung oder so verwendet. So, und jetzt haben wir hier bei dem Fahrzeug schon natürlich ganz gut gelöst, dass wir hier ein kleines Loch im Grunde haben, wo wir später unseren Schlauch durchstecken, wo wir natürlich jetzt auch schon unser Kabel durchbringen können. So, da haben wir es. Können wir doch mal direkt rausnehmen. Am besten noch so eine kleine Schlaufe. Das ist also eine, das nennt man dann Zugentlastung. Also falls mal an dem Kabel irgendwie gezogen wird, dass die Stecker sich nicht aus Versehen dann im Grunde trennen. Wir nehmen ja gleich nochmal raus, für den Schlauch aufzustecken. Lassen wir ihn einfach mal so liegen. So. Da machen wir jetzt gerade erstmal die Plusversorgung. Wie gesagt, in unserer Einbahnleitung steht, dass hier auf dieser rechten Seite immer ein Stecker zu finden ist, wo man diese Kabel auch schon sehen kann. Nur stellenweise kommen wir mit unseren Einbahnleitungen nachschreiben oder neuschreiben nicht immer hinterher, wenn der Hersteller irgendwelche Änderungen in den Toiletten im Grunde macht. Wie zum Beispiel hier, früher gab es diesen Stecker, mittlerweile wird dieser Stecker weggelassen. Das heißt, man muss einfach mit dem Cuttermesser dann dieses Kabel hier im Grunde aufschlitzen, vorsichtig. Und da drin findet man dann 5 oder 6 verschiedene Kabel. Und da sieht man es schon. Und da gibt es halt das eine besagte braune, was dann stromführend ist, aber erst in dem Moment, wenn man die Kassette tatsächlich reinschiebt. Weil das ist quasi die zurückgehende Leitung von diesem kleinen Rollenhebelschalter hier an der Seite. Und dieser kleine Schalter hat die Aufgabe zu schauen, ist die Kassette eingeschoben oder nicht. Und der gibt also dann oben der Toilette ein rotes Signal, aha, Kassette ist nicht eingeschoben. Und diesen Stromkreis nutzen wir. Weil ansonsten jedes Mal, wenn man die Kassette rausnehmen würde, unser Sogmotor weiterlaufen würde. Und das brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Schaden wird es jetzt nicht unbedingt für den Moment des Entsorgens. Aber wir nutzen es lieber
so schalte ich es ab. Das war jetzt die Plusseite. Die Minusseite, da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gehen wir da am besten wieder herum. So, also die Minusseite für unsere Anlage wäre hier dieser Stecker mit dieser sogenannten Flachsteckhülse bzw. Hülsezunge, diese Kombination. Und zwar in der Einbauleitung steht, man sollte sich, wenn man nicht irgendwo anders noch Minus im Servicefach der Toilette findet, könnte man Minus hinten an diesem sogenannten Magnetventil abgreifen. Das Magnetventil ist halt ein Teil der Wasserspülung, was halt ähnlich wie eine Armatur Wasser auf- und zumacht, halt aber nur elektrisch. So, und in den Anfängen war Plus-Minus in den Toiletten unheimlich schwer irgendwo zu finden, weil die Hersteller mit dieser neuen Toilette von der Firma Dometic, früher waren es ja meistens nur Tedford-Toiletten, wir wussten nicht genau, wo wird irgendwo der Stecker sein, wo der Fahrzeughersteller auf die Toilette aufgeklemmt hat. Mittlerweile weiß man das eigentlich, aber wir haben es einfach mal noch so belassen, weil das ist definitiv ein sicherer Minuspunkt. Erstaunlicherweise ist tatsächlich das rote Kabel der Minuspunkt. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist so gesehen immer der erste Stecker, wenn man ins Fahrzeug oder ins Toilettenfach reinschaut. Ich nutze den aber meistens nicht, weil hier bei diesen Fahrzeugen von Weinsberg oder auch anderen Mitbewerbern hat man immer seitlich diesen Kabelkanal. Bei Knaus zum Beispiel haben auch sehr häufig die Toilette. Da kommt immer, wie gesagt, dieser Kabelkanal an. Die hat diesen Hauptstecker von der Toilette und da ist das Weiße definitiv immer das Minus. Steht sogar auch hier auf dieser Bezeichnung sogar drauf. Und da schneide ich mir einfach diese Kabelzunge hier ab und klemme es direkt auf Minus. So, und wir machen das. Mitgeliefert werden ja auch von uns hier diese sogenannten roten Abgreifverbinder oder auch Stromdiebe genannt, die unter, ich sag mal, Elektrikern eigentlich einen sehr schlechten Ruf haben. Richtig ist, dass man da keine große elektrische Arbeit, also keine große Last drüber laufen sollte. Wichtig ist natürlich auch, dass man die richtigen Verbinder für die richtigen Kabelquerschnitte hat. So, und diese roten Abgreifverbinder sind von, ich glaube, 0,5 Quadrat bis 1,5 Quadrat. Hier haben wir es meistens mit 0,75 zu tun, also passt das. Es gibt die auch zum Beispiel in Blau, dann wären die für größere Kabelquerschnitte. So, und dann, wenn ich dann ein zu kleines Kabel reinmache, dann habe ich ein Verbindungsproblem. Und deswegen haben dann sehr häufig die Leute ein Problem und denken, die Dinger sind doch Mist. Schmeiß die weg, benutze sie nicht. Ja, es muss schon passen. Wenn es das Rote ist für diese kleineren Querschnitte, dann passt das. Wichtig ist halt, dass man dann alles schön zusammenpresst mit der Wasserpumpenzange und dann ist das in Ordnung. Da haben wir wirklich erstaunlicherweise eigentlich nie Probleme, es sei denn, es wird nicht richtig gequetscht. So, wieder verschließen. So, und jetzt müsste die Anlage eigentlich schon laufen, wenn innen drin Strom bzw. die Wasserpumpe eingeschaltet ist. Ja, Lüfter läuft. So kann ich dann auch direkt die Funktion überprüfen, ob der Riedkontakt jetzt oder die Kassette drin ist oder draußen. Sobald ich halt diesen kleinen Schalter, das ist das, was ich eben erzählt habe, sobald ich den einmal drücke, höre ich hier den Lüfter laufen. Und sobald dann die Kassette reingeschoben wird, wird der Magnet in der Kassette den Strom wieder dann unterbrechen. Überschüssiges Kabel können wir hier mit rein. Ja, der Kassettenanschluss. Genau. Die ist ja noch, glaube ich, oder nee, Quatsch, hatten sie ja entleert, ne? Ja. Beide leer. So,
Ja, also mitgeliefert wird dann als... Oder auch für eine Zweitkassette gibt es natürlich auch einen sogenannten zweiten Anschluss. Der beinhaltet dann einmal das eigentliche Anschlussteil mit dem dementsprechenden Verschlussstopfen zum Entleeren und der eigentliche kleine Steuermagnet, Stabmagnet. So, und das Teil wird halt ersetzt oder dieses Überdruckventil kommt raus und wird einfach ersetzt durch unseren Anschluss. Genau. Zack, das war's. Passt perfekt. Somit ist es drin. Da sieht ja immer öfter hier vorne in den Stöpsel. Das liegt dann wahrscheinlich, weil es eine Tapford-Kassette. Nicht unbedingt. Ja. Also wir passen uns natürlich immer den jeweiligen Toiletten an sich an. In den wenigsten Fällen, wie jetzt hier bei Dometic, werden wir gefragt, können wir euch da irgendwas vereinfachen oder einen Anschluss ranbringen. Wir suchen uns immer einen Punkt und passen uns dann dementsprechend der Kassette an. Jetzt haben wir halt hier die Möglichkeit, was auszutauschen. Gibt es bei zwei Toiletten von der Firma Tapford im Grunde auch. Mhm. Und bei manchen Toiletten, wo ich jetzt weniger die Möglichkeit habe oder nicht irgendetwas auszutauschen, da lösen wir das mit so einem Anschluss, der durch eine 35 mm Bohrung, einem Nutgummi und einer Hülse, die eingestellt wird, halt platziert wird. Ja. Hätten wir hier auch machen können, aber eleganter ist eigentlich hier oben der allerhöchste Punkt. Das ist ja der Vorteil. Wenn man sich mal die Kassetten anschaut, eine Absaugung oder eine Tankentlüftung ist ideal immer am höchsten Punkt des Tankes. So, jetzt kann man sagen, hier oben drauf wäre doch der höchste, so höre ich sehr häufig, aber in Wirklichkeit ist es der nämlich nicht. Weil, wenn die Flüssigkeit jetzt hier in diesem Bereich vom Ausgussrohr steht, versperrt die Flüssigkeit ja schon das Rohr. Und somit ist ein Absaugen über das Rohr nur bis zu diesem Füllstand hier möglich. So, und das wäre dann, wenn man es auf der anderen Seite mal sieht, sage ich mal, Flüssigkeit würde hier stehen. Da haben wir hier noch bestimmt 3 cm Luft, wo man die Toilette benutzen könnte, aber unsere Sog würde dann nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das hier natürlich ideal. Hat Dometic sehr sogfreundlich gehandelt. Ja, könnte man so sagen. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Loch, was halt in diesen Schiebern schon vorhanden ist. Da wird letztendlich nur dieser kleine Stabmagnet reingesteckt. So, und der Magnet, wir schreiben in der Einbauanleitung auch, es gibt eine schwarze Seite und eine blanke Seite. Also ein Magnet hat natürlich immer einen Nord- und einen Südpol. In den Anfängen unserer Sog in Verbindung mit dieser Toilette hatten wir tatsächlich Riedkontakte, die nur auf eine Seite eines Magnets reagiert hatten. Und deswegen mussten wir die Teile hier markieren. Mittlerweile setzen wir einen Riedkontakt ein, der aber wirklich auf alle beide Varianten im Grunde, auf beide Seiten des Magnets reagiert. Und wir schreiben es halt immer noch in der Einbauanleitung, weil falls jetzt mal ein Kunde mit einer älteren Anlage, ich sag mal wirklich so 8 bis 10 Jahre alt, sich einen zweiten Anschluss kaufen würde, muss das ja heute nach wie vor noch sein, sonst würde die Soganlage nicht abschalten. Letztendlich wäre es jetzt hier bei Ihnen tatsächlich egal, warum ich ihn mache. So, und das Ganze setze ich jetzt hier gleich mit ein bisschen Silikon ein. Da gibt es auch wieder eine kleine Abweichung seitens Dometic. In den Anfängen hat man ein Loch da uns reingebracht. Das Loch war viel zu klein, war unheimlich stramm, unheimlich eng. Dann hat man es geändert, hat es vergrößert, dann war es zu groß, sodass uns reihenweise dann der Magnet rausgefallen ist aus dem Loch. Deswegen, mittlerweile sind sie, glaube ich, auch wieder geändert, so dass es eigentlich halbwegs passt. Aber ich empfehle immer, ich glaube, es steht auch in der Einbauanleitung, ein bisschen Silikon oder irgendein Kleber, braucht nicht viel, da reinzumachen. Und dann erst diesen kleinen Stabmagnet hier reinzudrücken. Beziehungsweise ich hole mir dann meistens auch einen kleinen Schraubendreher und klopfe ihn dann leicht rein. Ein Holz- oder Kunststoffschraubendreher, klar, mit dem Hammer wird es nicht gehen, wenn er aus Metall ist. So, und noch ein kleiner Tipp, bei dieser Dometic-Toilette ist es auch so, dass sehr häufig die Kunden sagen, hier mein Mechanismus geht unheimlich schwer. Viele versuchen dann hier oben diese Hauptdichtung irgendwie zu fetten, wobei hier sehen wir ja, sie ist ja noch wunderbar gefettet. Der Widerstand beim Öffnen und Schließen kommt nämlich gar nicht von der eigentlichen Dichtung, sondern eigentlich von den Lagern, die diesen Schieber hier ein- und ausfahren lassen. Und zwar diese Edelstahlschienen. Wenn man da ab und an ein bisschen Silikonspray drauf macht, dann geht das hier butterweich. Manchmal kriegen ältere Herrschaften von der Kraft her die Kassetten nicht wirklich auf. Aber das ist so ein kleines, das weiß man bei dieser Toilette. Macht mal ein bisschen Silikonspray ab und an drauf und dann ist gut. So.
Den Verschlussstöpsel empfehle ich schon, meistens den Kunden sich den am besten hier ideal an diesem kleinen Griff festzubinden mit einer kleinen kurzen Schnur. Oder man holt sich ein Stückchen Kabelrest, kann man auch gleich dran machen, dass man ihn wirklich nicht verlieren kann. Auf der anderen Seite, bei mir zu Hause, ich lege den wirklich da rein. Er kann da drin nicht verschwinden, er ist komplett gefangen. Das heißt, wenn man sich das wirklich angewöhnt, ich nehme jetzt gleich Kassette raus, trenne den Schlauchanschluss, nehme ich mir direkt den Verschlussstöpsel, mache den drauf und das war's. So, passen wir noch die Schlauchlänge an. Und jetzt, wie gesagt, wir haben da hinten ein relativ großzügigen Durchbruch, wo Heizungsleitungen, Wasserleitungen hergehen. Da kann man ihn also schon wunderbar hier durchfädeln. Ein gewisses Spiel würde ich jetzt hier an der Toilette schon lassen. Viel länger muss er aber wirklich nicht sein. Man muss die Kassette nur ein gutes Stück rauskriegen, sodass man hier vernünftig abziehen kann, draufstecken. Dann legt er sich auch hier schön ein in den Bogen, ohne dass er knickt. So, dann nehmen wir jetzt mal den Schlauch und passen da die Länge an. Markieren wir das gerade hier. Ja, hier könnte man noch. So, hier hinten mache ich noch eine kleine Schelle hin, dass der Schlauch im Grunde nicht dauerhaft nach unten geht, weil sonst hätten wir hier ein kleines Siphon gebildet. Siphon bedeutet, es entsteht ja immer in der ganzen Anlage Kondenswasser, speziell im Herbst oder im Winterbetrieb, weil wir es ja im Grunde warm und kalte Luft im Grunde zusammen haben. Es ist ja permanent feuchte Luft. Irgendwann würde jetzt in dem Fall, wenn ich den Schlauch jetzt so lassen würde, diese Leitung irgendwann durch das Wasser tatsächlich versperren und ein Absaugen wäre nicht mehr möglich, dann kluckert quasi unsere Anlage. Deswegen werde ich jetzt hier noch gleich gerade eine kleine Schlauchschelle setzen, die den Schlauch jetzt hier an dieser Stelle so nach oben hält. Und das war's dann eigentlich. Und Linkshänder hätten jetzt hier Vorteile. Gut. Hallo. Ja. Ja, was wir also hier jetzt natürlich verbaut haben, wäre noch zu erwähnen, und zwar ein, ich sag mal, Sonderbausatz, den es so eigentlich gar nicht im Handel bei der standardmäßigen Packung so zwei im Grunde ist im Handel nicht erhältlich. Allein schon wegen der Bauhöhe des Ventilators. Die Ventilatoren sind bei uns eigentlich immer die gleichen. Ob es eine Sogtür-, Dach- oder Bodenvariante ist, es ist immer der gleiche Grundmotor. Nur er hat halt hier jetzt eine Kappe drauf, die direkt um 90 Grad geht. Der bei der originalen Sog 2 Variante, bei diesem Bausatz wäre ein Ventilator dabei, der halt deutlich höher wäre. Würde maßlich hier nicht reinpassen. Aber wenn man diesen Bausatz im Grunde sich selbst einbauen möchte, sollte man sich am besten telefonisch erstmal bei uns melden, sprich gerade mit demjenigen Techniker, und dann können wir auch so einen Bausatz so zusammenstellen, dass es direkt 1:1 eingebaut werden kann. Kostet dann auch nicht mehr, nehmen wir nicht mehr für, sind dann 2-3 Teile mehr dabei, das passt.